Borussia Dortmunds Fangruppe war auch in Werder dabei. Sie unterstützte die Mannschaft von Borussia Dortmund 2 im letzten Hinrundenspiel in Werder, wo SFN der Gastgeber war. Die Damen in Gelb-Schwarz waren Favorit. Sie standen bis Freitag auf Platz 2 in der Tabelle. Dabei spielte in dieser Mannschaft auch Marielle Wolf, Charlotte Fege und Melanie Marie Michalski. Drei Spielerinnen aus der U17-Nationalmannschaft, die in 2017 Europameister wurden. Die Mädels von SFN Werder und die Fans hofften doch auf ein gutes Resultat in diesem Spiel nach 2 Siegen in Folge. Nach einem akzeptablen Start der Saison verlor man 3-mal hintereinander, doch kehrte dann mit 2 Siegen auf den Siegerstraße zurück. Voran mit Nummer 24 Malina Marie Michalczyk, eine der Jugendnationalspielerinnen bei Borussia Dortmund. Sie traf bis Freitag 62 Mal. Die BVB-Mannschaft traf bis Freitag mehr als 300 Mal das Tor der Gegner. Damit lag diese Mannschaft klar an die Spitze. Doch Gegentore auch ganz viele, fast 300. Und damit hatten sie auch die meisten Tore inkassiert von allen Mannschaften aus der Liga. Anwurf Charlotte Fege mit Marina Marie Michalczyk. Die Halle war rappelvoll und die Fans zur BVB mit den Fans von SFN Werder sorgten für eine gute Atmosphäre. Ballverlust Dortmund. Im Tor bei SFN Neza Korb, die in Düsseldorf so gut gehalten hat. Erste Chance für Luka Modric, der Sieg im Dortmunder Tor hält. Melina Marie Michalczyk auf Marielle Wolf und das 1-0 für Dortmund. Neuer Versuch, Luka Vodder, wiederum Tara Sieg. Und hier fast das 2-0 für Dortmund. Glück für SFN. Jacek, Ausgleich 1-1. Das Spiel war von Anfang an ausgeglichen, es steht jetzt 3-3. Gut abgefangen, Svenja Rohöfer. Und die erste Führung bei SFN 4-3. Luka Volle, Ria Hacek, Svenja Rohöfer, Luka Volle und 7 Meter SFN. Dina Schwarz. Und SFN führt mit 5-3. Maria Wolf 4-5. Dina Schwarz, Luka Vodde und SFN Werder führt 6-4. Doch die Dortmunderinnen kamen zurück, es steht jetzt 6-6. Dina Schwarz, 7-6 Führung. SFN war ebenbürtig an den Favoriten und das war schon eine Überraschung. Technische Fehler BVB. Dina Schwarz und das 8-6. Dortmund hatte Mühe mit den SFN-Abwehr. Wiederum abgefangen, Svenja Rohöfer. Und das 9-6 für SFN. Doch auch jetzt kam Dortmund zurück. Es steht 10-10.
Svenja Röfer, erneute Führung, also werden weg da 11:10. Carlotta Fege, Ausgleich 11:11. Doch im Gegenzug Riacek 12:12. Und Marielle Wolf 12:12. Noch 5,5 Minuten zu spielen zur Halbzeitpause. Es steht jetzt 14:14. Marielle Wolf setzt sich durch. 15:14 Dortmund. Anna Filmer 16:14 Dortmund. Dina Schwarz verwarf einen 7 Meter. Doch Luca Wodde 15:16. Sehr schön gemacht, Anna Filmer. 17:15 der BVB. Und Marielle Wolf 15:18. Drei Tore Rückstand, SFN Wächter. Nina Schwarz, Ria Hacek und sie bringt der Halbzeitpausestand zurück bis 16:18. Die zweite Halbzeit, SFN hatte Anwurf, doch da hat er nichts mehr. Und Marielle Wolf traf zum 19:16 für die Borussia. Die Dortmunder liefen auch aus noch zu 20:16. Doch jetzt steht es 17:20. Und SFN kämpfte sich zurück. Dina Schwarz. Und das 18:20. Und die Dortmunder Angriff hat es wieder schwer. Gut gehalten, Selina Friede. Luca Wodde. Auf Dina Schwarz mit dem Anschlusstreffer 19:20. Und Marielle Wolf trifft zum 19:21. Und ein Block. Und SFN hat den Ball. Svenja Röfer, Luca Wodde 20:21. Es war noch immer spannend. Ja, Jack. Dina Schwarz. Ja, Jack. Dina Schwarz, Ausgleich. 21:21. Es ging hin und her. Keiner konnte sich absetzen. Es steht jetzt 23:22 für Dortmund. Schöner Angriff. Svenja Röfer, Ausgleich 23:23. Und so langsam ging die Zeit vorbei. Keiner wusste, wie das Spiel hier ausgehen würde. Die Führungen wechselten sich ab. Luca Wodde. Und jetzt wieder SFN in Führung. 24:23. Doch jetzt steht es 25:24 für die Borussen. Walbrus SFN, das konnte Folgen haben. Und wiederum abgefangen, diesmal Luca Wodde. Ich spiele auf Dina Schwarz. Luca Wodde jetzt auf links. Ria Hacek. Und Kai Frese fragt ein Timeout. Und dann geht's wieder weiter. Luca Wodde, Jane Müller, Ria Hacek, Clara Germann, Luca Wodde, Jane Müller, Luca Wodde und den Ausgleich. 25:25.
die Spannung in der Halle war zu schneiden. Ryan Wolf mit Platz 26-25 für Dortmund. Noch 7 Minuten. Und es ist Mario Capatro. 25-27. Konnte diese Wendung einmal zurückkommen? Das war die große Frage. Jacek, Svenja Röfer, Clara Germann, Svenja Röfer, Tina Schwarz, 26-27. Wolfslos Dortmund. Jacek. Erneut Rihacek. Clara German. Rihacek. Und 7 Meter SFM. Und gestoppt. Dortmund drosselt das Tempo. Sie führen. Und technische Fehler. Dann wieder SFN. Luca Wolle zum 27-27 Ausgleich. Lina Marie Michalczyk unhaltbar. 27-28. Noch 3 Minuten. Svenja Röfer, Clara Germann. Luca Wolle. Tina Schwarz. Und das 28-28. Es sind noch 2,5 Minuten zu spielen. Schafft SFN das, um mindestens einen Punkt zu holen? Noch ein taktischer Timeout. Svenja Röfer. Rihacek. Luca Wolle. Rihacek. SFN geht noch für die 2 Punkte. Dina Schwarz geblockt. Clara Germann. Und das ist vorbei. Ein Bonuspunkt für SFN Vector. Was für ein Spiel. Auch viele Fehler, aber Spannung von Anfang an. Zwei Mannschaften, die punkten wollten. Und SFN als Aufsteiger holt einen Punkt gegen den Favoriten Borussia Dortmund 2. Und mit 11-11 Punkte geht man in die Winterpause, in die Weihnachtspause. Und das ist mehr als akzeptabel. Die letzten 3 Spiele waren klasse von SFN Vechta. Jetzt folgen im neuen Jahr 2 Auswärtsspiele. Das erste sehr schwer bei Aldegerk, danach auswärts bei Netfen. Das erste Heimspiel ist erst am 15.02. gegen Mainz-Bretzenheim. Ich sage frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis zum nächsten Jahr, euer Niederländer.